ewig wollte ich da schon wieder mal raufgehen. Mindestens 10 Mal. Beim ersten Mal bin ich ja gleich nach ein paar Minuten wieder umgedreht. Was soll ich am Berg? Wenn ich droben bin, was dann? Schau euch runter, super. Aber jetzt, heut, endlich. Mit einem Affenzahn sind sie da runtergeschossen. Die haben mindestens 80 km/h drauf gehabt. Ihr Rindviecher, könnt ihr ja nicht aufpassen. Hauen die Bremsen ein. Runtergeschalten vom, was weiß ich, 78. auf den ersten Gang. Ich rappe mich gerade langsam aus meinem Straßengramm raus. Drehen die zwei um. Hast du ein Problem? Nein, ich hab bloß gemeint, wahrscheinlich war es jetzt gescheiter gewesen, also für mich war es jetzt gescheiter gewesen, dass ich nicht direkt in der Mitte von der Straße gehe. Bin mir eigentlich ganz sicher jetzt, ist ja nichts passiert, also euch Gott sei Dank. Zu was hast du eigentlich am Berg einen Müllsack dabei? Bist du so ein Öko-Kasper, hä? Der Mr. Greenpeace, hä? Du, da musst du ja andere Gewichter wuchten, dass du es wärst. Grispel, du Traurigs. Ja, klar, hab ich verstanden. Ja, sicherlich. Ich bin ja nur ein unnützer Fußgänger. Ein wanderndes Hindernis. Kommt nicht mehr vor. Hätte ich den anders sagen sollen? 2 gegen 1? Die waren ja von der GSG 2. Gemeingefährliches Straßengeschmeiß. Einer bläder wie der andere. Eigentlich, normalerweise müsste ich doch da jetzt auch so ein Gipfelfoto mit mir machen. Das macht man doch heutzutage so, gell? Wie bei den Expeditionen am Mount Everest. Da haben sie dann 30 Sekunden. 15 Sekunden fürs Foto, 15 Sekunden bis zur Lava schauen und dann Abstieg. Freilich, ich brauch nur ein Selfie. Ein Selfie zur Erinnerung, dass ich es wirklich geschafft habe. 60% der 18- bis 25-Jährigen leiden unter Nomophobie. Nomophobie ist gleich No Mobile Phone Phobia. Ist gleich panische Angst vor dem Nichtzuhandsein einer mobilen Fernsprecheinrichtung mit Internetzugang. Da hat sich ja vor einem halben Jahr in Unterfranken ganz eine schreckliche Selbstmordserie ereignet, gell, weil sich da mehrere Teenager, die sich auf Facebook nicht mehr erreichen konnten, mit ihren Ladekabel am Sendemast aufgehängt haben. Das schaffst du nie. Der Rainer schon, aber du nie. Der Rainer ist mein Bruder. Und gesagt hat es eine Frau, die sozusagen für mein Selbstvertrauen von Anfang an zuständig war, meine Mutter. Der Rainer, der ist ja schon mit 16 auf den Watzmann gestiegen. Allein. Das schaffst du nie. Der Rainer. Der Rainer. Keiner feiner wie der Rainer. Na, geh weiter. Ein paar Schritte noch. Dann bin ich ganz drum. Auf meinem Everest. Auf meinem. Au, Popo-Kartipetl. Direkt ein Wunder, dass ich es noch geschafft habe, da rauf, nach der Nacht 36 Stunden kein Auge zugemacht. Heute auf das ich nicht liege. 3 Mal Sekundenschlaf. Gell? Eine einzige Katastrophe in diesem Heim. Ach, Herr Groll, jetzt stellen Sie ihn doch nicht so an. Diese 10 Stunden reißen Sie doch noch runter. Engagement ist das Zauberwort. Herr Schneider, wissen Sie, dass ich seit 12 Tagen durcharbeite, gell? Seit 12, einen Tag frei vor, einen einzigen geschissenen Tag. Und davor waren Sie ja 16, jawohl, 16 Tage. Frühdienst, Mitteldienst, Spätdienst, Nachtdienst, Fortbildung, Teamgespräch, Bewohnerausflug sowieso. Ja, Herr Schneider, ich bin ganz ruhig. Ja, Herr Schneider, ja, ich weiß, dass ich kein Examen habe und froh sein muss. Ja, Herr Schneider. Herr Schneider, ja, Herr Schneider, bitte, was ist denn jetzt mit diesen 2 neuen Kollegen, die es uns versprochen haben? Also, hab ich's obacht. Windeln abgerissen, aufs Klo raufgeguckt, Windel wieder hochgezogen, Nachthemd drüberzogen, vorerst Tagesband ausgezogen, ins Bett neigelegt und Fixiergurte fest angespannt und gute Nacht, schlafen's gut. Einmal durchgeschnauft, Sekundenschlaf und weiter ist gegangen. Bing! Herr Sebastian, ich kann nicht schlafen. Bringen Sie mir noch ein Wasser. Bing! Mir ist so schlecht. Bing! Pfleger, was ist ein für ein Tag? Bing! Wo sind deine Weihnachtsgeschenke? Bing!
Mausi, komm, leg dir besser rein zu mir. Die Russen kämen! Immer, wenn das Schuljahr aus war und ich heimgekommen bin, ist allerweil Bredelbrot das 10 Jahre alte Zeugnis von meinem Bruder auf den Küchentisch gelegen. Setzen, hat's geheißen. Und dann haben wir verglichen. Deutsch, der Rainer, sehr gut. Du? Mangelhaft. Ein Fünfer. Ja, sag einmal, wie kannst du mir das antun? Die eigene Muttersprache, ja, vielleicht nur deswegen, Mama. Sei nicht so frech. Englisch, Englisch. Der Rainer damals auch, damals, ja, ein sehr gut. Ja, wunderbar. Und du? Schon wieder ein Fünfer. Die Weltsprache, sag einmal, geht's? Mathematik. Der Rainer, der hat ja nicht einen Zweier gehabt, nur Einsen. Ja, unglaublich, dein Bruder, wieder sehr gut. Du, ein Sechser, ein Sechs, das ist ungenügend, das reicht nicht, verstehst du? Bei dir ist ja Hopfen und Malz verloren. Ja, Mama, ich will ja kein Bierbrauer werden. Mama, ich bin einfach ungenügend für dich, ich hab dich doch gar nicht verdient. Jetzt halt deine freche Goschen. Alle 4 Jahre renn ich zu die Wahlen, tu brav meine Steuern zahlen, bin sozial und zahl und zahl und zahl. Bloß die reichen Verwandten, die sich bei Gericht ihr Recht immer schon gericht haben, die müssen mir bürsten. Leben auf unsere Kosten, wozu geschah die Posten und jedes Mal wieder dieselbe Partei, da bin doch ich nicht frei. Versammte Pflegereform, verdammte Rüstungsaufträge, verhunzte Energiewende, verbatzte Integration. Verlorene Ehrlichkeit. Das war schon immer so und so soll es auch bleiben, weil wir sind wir. Zugnaht, Adrat und Exand, weil ich bin der Rainer und da bin ich daheim. Und daheim ist daheim. Okay. Möb, möb, möb. Ja, holla, der Hausalarm. Frau Berger, ich muss weiter, es brennt. Wo brennt's denn? Beim Herrn Braun brennt's. Ja, warum brennt's denn da? Ja, da schaue ich doch mal rein. Hat sich das Jesulein aus seinen Rothändle ein Lagerfeuer gemacht? Also, ist halt doch kalt, so nackert in der Krippe. Ja, aber wo ist es denn? Das liegt ja gar nicht drin. Möb, 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 ja, heiliger Florian, hilf. Möb, 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 ich reiß das Fenster auf. Möb, möb, ich trete das Feuer aus. Möb, möb, raus auf den Gang. Möb, möb, roter Knopf, Doppelklick, Stille. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, Zanker. Nein, Zanker, alles in Ordnung. Das waren nur die Rothändle vom Jesulein. Ja, mir geht's gut. Uns geht's allen gut. Weil nämlich der Sankt Christophorus auf uns aufpasst, gell? Vierte! Jedes Leben hat sein Maß an Leid. Und manchmal bewirkt eben dieses unser Erwachen. Ich muss weltweit grollen, global grollen, ja, nimmer pflegen, heilen. Heilen, ich studiere jetzt Medizin. Ja, genau, und dann werde ich die Menschheit heilen. Herr Arzt ohne Grenzen, sei genau. Ein Arzt ohne Grenzen, dann kaufen wir ein Lazarettschiff und taufst auf den Namen St. Christophorus. Und dann hol ich einen Papst und einen Dalai Lama und die Sarah Wagenknecht. Genau, und dann schiffen wir nach Budapest und Wien und nach Lampedusa und auf Lesbos und auf die ganzen Inseln über die Donau, geht das schon. Und dann nehmen wir alle Flüchtlinge mit, die wir treffen, die sammeln wir ein und dann fahren wir rüber nach New York zur UNO. Und da singen wir dann gemeinsam die Internationale. Und daheim, bei uns in Bayern, geht's dann so richtig auf. Alle Franken werden umgesiedelt in die Oberpfalz. Da wird er schauen, der Söder. Beim Wald, da ist noch ein Platz. Und ganz Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken wird ein rechtsfreier Raum für Flüchtlinge. Aber nicht, weil es keine Rechte haben, sondern weil es keine Rechten mehr gibt. Und dann ernennen der Papst und der Dalai Lama und ich, die Sarah Wagenknecht, zur bayerischen Ministerpräsidentin. Du, das mach ich, fei, das mach ich. Die Leute sind da sofort dabei, oder? Auf alle Fälle, das mach ich. Oh.